graced a ride along with Geralt of Rivia. Along came this song. When the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth. While the devil's horns minced our tender meat, and so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty. At the edge of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to morn. He thrust every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence it came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion Breville defeated the villain, now pour him some mail. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu The Witcher, beziehungsweise man könnte auch sagen The Witcher 1, aber es ist jetzt nicht wirklich The Witcher 1, es ist, na, sagen wir mal, es ist jetzt Let's Play The Witcher. Und ja, dieses Spiel ist jetzt auch gerade nicht so unbedingt neu auf dem Channel und an sich ist dieses Spiel schon sehr alt, also das hat schon gut seine Jahre auf dem Puckel. Ich glaube, es kam Mitte 2007 kam es raus. Also könnte man sagen, es ist sogar schon fast 14 Jahre alt, das Spiel. Aber dazu werde ich gleich auch nochmal was sagen. Ja, einige, die vielleicht damals die Witcher-Streams gesehen haben und sich auch vielleicht fragen, ja, Keith, warum fängst du jetzt nochmal von vorne an? Du warst doch schon so weit. Folgendes. Ich habe damals einfach so reingestreamt und bin an vielen Easter Eggs vorbeigegangen und habe auch auf dem Spielstand viel Mist gebaut. Einfach aus Unwissenheit. Das soll mir jetzt nicht mehr passieren. Ich habe mich ja ein bisschen in die Serie ja hineinversetzt und habe mich jetzt, oder das ist eigentlich mit der Serie auch ausgelöst worden, weil vorher, muss ich sagen, ich hatte nur The Witcher 3 durchgespielt gehabt. Und das ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, das war noch lange, bevor ich mit meinem YouTube-Kanal angefangen habe, da richtig Content zu produzieren. Und ja, ich habe da einfach nur reingestreamt, habe das ganze Fandom zwar gefeiert, aber ich war nicht ganz so drin. Und mit der Serie, die jetzt Ende letzten Jahres, nee, nicht Ende letzten Jahres, man muss ja sagen, mit dem Beginn der Serie jetzt,
ist das Interesse geweckt worden. Und da ist mir erst bewusst geworden, was für eine Vorgeschichte The Witcher schon vor den Spielen schon hat, auf was diese Spiele ja immer wieder zurückgreifen. Und ich hatte auch jetzt keinen Bock zu warten, bis Netflix da eigentlich mal zu Pötter kommt und mehr Staffeln hier raushaut. Deswegen habe ich dann angefangen, die Bücher zu lesen, beziehungsweise habe mir dann die Hörbücher geholt und bin jetzt genug drin, um jetzt auch auf die Easter Eggs halt reagieren zu können. Und bin jetzt auch richtig drin und ich feiere das. Ich feiere die ganze Welt um Geralt, Ciri, Yennefer, das ganze Witcher-Universum. Es ist einfach geil. Und man kann jetzt sagen, ja, wer jetzt hier einschaltet in diesem Let's Play, hier wird jetzt die große Geralt-Trilogie beginnen, was jetzt diese Spiele betrifft. Ich werde den ersten Teil komplett durchspielen, so gut wie es mir möglich ist. Ne? Es werden bestimmt ein paar Sachen sein, die ich halt übersehen werde oder die ich jetzt nicht unbedingt machen muss, wenn es jetzt nicht storyrelevant ist. Aber ich werde es so gut wie es geht versuchen, auf 100% halt zu bekommen. Und werde dann den zweiten Teil spielen, The Witcher 2, Assassin's Kings. Und werde dann zum Schluss den berühmten dritten Teil dann halt Let's Playen. Weil ich muss sagen, und da kann ich auch einige Bekannte von mir nicht ausschließen. Es wird immer The Witcher 3 gestreamt, weil das grafisch immer am besten ist. Und ja, auch die Story ist packend. Und was ich noch sagen würde als dritter Punkt, ist natürlich, was man The Witcher 3 zugestehen muss, es hat Geschichte in der Rollenszene geschrieben, in der RPG-Szene. Das hat das Ganze nochmal auf einen höheren Level gebracht. Und auch jetzt noch, man könnte sagen, gut, fast 6 Jahre nach dem Erscheinen von The Witcher 3, ist es immer noch ein echt geiles Game, was man unbedingt mal durchspielen muss. Und ja, das ist halt das Ding, dass alle immer nur den dritten Teil spielen und die anderen beiden Teile nie berücksichtigen. Was schade ist, weil ich glaube, die sind storytechnisch mindestens genauso gut. Vielleicht hauen sie, vielleicht haut da vieles grafisch nicht hin. Gerade hier beim ersten Teil, darauf gehe ich gleich nochmal ganz kurz ein. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es einfach unfair, dass man die ersten beiden Teile berücksichtigt lässt und dass man sich sofort auf Teil 3 stürzt. Und ja, deswegen möchte ich natürlich gucken, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt diese Witcher-Trilogie, fange mit 1 an und höre mit dem dritten Teil auf. Und wie gesagt, aufgrund dessen, da ich jetzt auch bei den Hörbüchern jetzt kurz vor Schluss bin, kann ich jetzt auch so gut auf jeden Easter Egg reagieren. Und ich denke, ich werde auch da keinen übersehen. Wenn doch, man kann es mir dann in den Kommentaren halt mich mal darauf aufmerksam machen, aber ich glaube, das meiste werde ich wohl mitkriegen. Und ja, jetzt nochmal ganz kurz was zur Grafik, bevor ich das Spiel starte. Weil das Ding ist, das Spiel ist schon fast 14 Jahre alt. Es ist auch mit einer anderen Engine halt entwickelt worden, als die anderen beiden Teile. Das heißt, ich kann hier grafisch nicht ganz so auftrümpfen, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Allein hier diese Mods halt, dass hier dieses Lied aus der Serie ist, das ist schon schön, dass mir das gelungen ist. Und ich habe es minimal geschafft, dass die Texturen ein bisschen feiner aussehen. Aber im Grunde konnte ich jetzt nicht die ganze Grafik ummodden, weil dieses Game mit einer ganz anderen Engine entwickelt wurde. Und das macht es halt unmöglich, es jetzt auf die Grafik von The Witcher 3 halt zu bringen. Was schade ist, aber es wäre halt geil, oder wenn ich, guck mal, ich werde es mir auch selbst dann halt mal sehen beim Zocken, ob es halt auffällt, dass die Texturen ein bisschen feiner sind, aber wie gesagt, das Ganze geht auch nur Mini-Maße feiner. Deswegen muss man berücksichtigen, es ist ein altes Spiel, es hat seine fast 14 Jahre auf dem Puckel und ja, damals muss man aber auch sagen, vor 14 Jahren war das mit einer dann der besten Spiele, die es so gab. Gut, mehr würde ich jetzt auch gar nicht euch jetzt hier voll labern. Ich würde sagen, genießt jetzt die Fahrt. Wir starten das Spiel jetzt mal neu. Ja, Mittel und boah, weiß ich gar nicht. Ja komm, machen wir mal Maus und Tastatur.
Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Strecke. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder. Thank you.
er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Fünf Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kettwin. Das Jahr 1270, fünf Jahre nach dem großen Krieg. Wo bin ich? Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Ich erinnere mich an nichts. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Kaer Morhen. Die Heimat der Hexer. Wir sind da. Leo, holt Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer! Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegungen. Drehung, Parade, Schlag.
Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Ha! Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört mir. Vesemir, wir haben Gesellschaft. Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. Ah ja, natürlich. Das sollten wir jetzt hinkriegen. Oh. Mit mir an und ihr sterbt. Ja, sehen wir ja. Bleibt mir vom Leibe oder ich steche euch ab wie ein Schwein. Wie geht es euch? Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Ja, wollen wir das mal machen, ne? Neue Region wird betreten, Bastion. Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Verdammt! Was ist das? Ein Furchtbringer, eine grauenhafte Bestie. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit! Da sind noch mehr! Sie dringen in den oberen Innenhof ein! Der mit der Brille ist der Professor, ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung! Der Professor wird in Redanien, Temerien und Kaedwen gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Zavala unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich.
aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Savola und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen, auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf.